Wundert euch nicht, wenn gleich ein Hobbit hier reingerannt kommt. Wir werden nämlich heute Karamellbonbons machen und das Rezept ist beängstigend, weil es erstmal schweineheiß sein soll und blubbern soll wie Lava. Darum kommt der Frodo, wirft seinen Ring nachher genau, rein. Wir haben jetzt 10 Ringe, die Tipps. Wisst ihr Bescheid? Ja, es ist nämlich so, also man kann es jetzt nicht so gut sehen, aber hier ist ein riesen Warnhinweis in Anführungsstrichen. Ja. Wie man mit den Karamellbonbons umgehen soll. Dass man bloß das Rezept komplett durchrushen muss und dann bis zu der Stelle, wo da steht, vorspülen, dass das extra mit im Rezept integriert, inklusive Essig, wo es dann gereinigt wird. Und man soll bloß nicht Stopp machen, weil sonst gefühlt genau. Kriegst du, kannst den Topf quasi in die hier vom Balkon. Der kannst du in die Metallpresse ja. legen. Ja. Und damit herzlich willkommen zu Herr der Ringe. Richtig. So. Die Lauf du gucken. Sein Name ist Frodo. So. Wer bist du? Gandalf. Genau. Ich hab den Bauch. Genau, Gandalf. Ich hätte jetzt an jemand anders gedacht, aber gut. Lass uns einfach. So, was? Hat er selber gemerkt. So, ich mache mal, also wie gesagt, hier ist ein riesen Hinweis mit, damit das. Wer bist du jetzt? Ice Age, ja, Herr der Ringe, haben wir alles gemacht. Schön. Machen wir weiter, die Leute haben Hunger. So, eine quadratische Backform, 17 cm mit Backpapier belegen, haben wir schon gemacht. Und jetzt 315 Gramm Zucker. Also ich brauche die lustige. Ja, die brauche ich auch, aber ich kann mal gucken. Also du wirst wahrscheinlich die zweiten, müssen wir auf jeden Fall aufmachen. Das ist wahrscheinlich hölle laut mit dem Mikrofon, aber hier, guck mal an. Jetzt. Ich mal ja. So, und jetzt 315. Aber das Wichtige ist, es muss halt genau sein. Darum glaube ich, dass der Cook jetzt ein bisschen im Nachteil ist. Aber 315 Gramm ist auch mal eine Ansage, ne? Na gut, wir machen Karamell. Also da besteht ja aus nichts, außer Zucker. Gefühl. So, komm schon. Nichtsdestotrotz habe ich Angst zu viel jetzt. Komm schon. Guck it mal an. 316. Oh. Da hat er die Prise wieder raus. So. Ah. Da geht er hin. Wahnsinn. Jetzt 30 Gramm Wasser. Das war ruhig der. Ja? 30 Gramm Wasser. Und wie gesagt, ich hab dich zum Messen gern. Ja, ja. Schnauze. Du hast mich zum Mästen gern. Deswegen machst du so Zucker zu speisen. Erst Gummibärchen-Karamell. Da soll der Papa nicht auseinandergehen. Aber ey, wenn du mal einen Lauf hast, ne? Wenn du mal einen Lauf hast. Ich habe Angst. Ja, das glaube ich. Also da steht halt echt drin, du musst dich genau daran halten. Und wenn nicht, explodiert der Topf. So, es waren gerade 30. Das waren gerade, tut nicht. Nee, es werden wieder 48. Ja, genau. Jetzt 250 Gramm Sahne. So. Werden ja Sahne, Karamell, Bonbons. 250, achso, wir brauchen tatsächlich, das ist zwei. Also das eigentlich immer so, ein Becher sind 200. Was ist das? Das Bier ist eine Junge. Schütteln. Ja, jetzt geht das mit Schütteln nicht mehr. Also jetzt kann ich es einfach nur... Ja, bei mir ist auch ein Stück noch drin. Weil Stück? Ach, bei dir ist so richtig. Das ist der halbe Topf ist da noch drin. Ja, dann klatsch mal rein und rühre das so um. Ich guck mal, ob ich nicht. Ich habe jetzt 159. Ja, ich habe 193. Ich brauche mal 50. Ich habe mir aber hart die Finger versaut. Ich muss mal gerade hier... Ich gebe erstmal für dich nach. Ja, aber denk dran, 2,50. Ja, ist auch so voll direkt drin, ne? Also. Das ist normal, das ist Bio-Schlagsahne. Unbehandelt bla, das ist quasi gefühlt wie Schmand. Hast du geschüttelt? Ne, hat er nicht. Warum auch? 250, war richtig, ne? Ja. Also ich habe jetzt 194, genauso wie du. Ja, jetzt kipp doch mal ein bisschen da noch rein. Oh. Ja, aber jetzt muss ich wahrscheinlich diesen ganzen. Stopp. Stopp. Hör doch mal auf. Nee. Ja. Hast du gesehen, da wollte er. Da wollte er. Hab ich genau gesehen. Hab ihn gebremst. Weiter und jetzt 80 Gramm Butter. Das ist richtig, Hussi-Butter. Kalt. Die ist im Kühlschrank, würde ich mal behaupten. Oder nee, kann. Ach nee, muss kalt sein, ne? Das war ganz richtig. Wo hast du denn hingetan? Das ist auch eine berechtigte Frage. Wo ist die Butter? Wollte. Ja, sonst nimm. Ja, was ist, wenn wir die warme nehmen? Wo hast du denn hingetan? Hast du Butter gekauft? Ja. Schön. Schön. Wir sind gut vorbereitet. Warte, ist das, noch in der ist das noch in der Kühltasche drin? Nur so weg. Nee, ich habe ja schon gesagt, ich habe die schon kalt gestellt vorhin. Aber,
Wollte ich würde sagen, wir gehen die Butter suchen. Genau, also bis gleich. Das tun wir vor. Wir haben die Butter gefunden. Sie war natürlich im Kühlschrank, aber klassischer Männerblick, ich sehe die nicht. Genau, wir sind ganz hinten in der letzten Plastik. So, 80 Gramm Butter genau. Wir haben 2 bis 3 Zentimeter. Genau, aber irgendwie kriege ich kein Null hin. Das Gute ist, ich habe es vorher abgewogen, also es müssten genau 80 Gramm sein. Ich finde, Butter in Stücken hinschreiben ist auch immer so eine Sache, weil das irgendwie nie gefühlt in diesen Stücken bleibt. Ne? Ja, also, vor allem kalt in Stücken. Komm, ich muss ja, kann man ein bisschen mehr Platz hier. So, weiter, dann ein... Ein? Teelöffel Zitronensaft. Das ist richtig, wo ist der? Der steht, glaube ich, auch im Kühlschrank. Aber. Ja. Ja, super. Holt der Papa. Hier, willst du die? Holt der Papa. Genau. Teelöffel? Ja, aber dann kannst du da ein bisschen reintun und dann. Wie willst du machen? Willst du einen Teelöffel in die Hand? So, hier, 2 Teelöffel! Nee, wir sind Vorbereitung. Wir sind so nervös wegen diesem Rezept gefühlt. Aber ehrlich. Angst vor der Temperatur. Angst und vor den Hobbits. So, also ein Teelöffel. Ein Teelöffel, guck mal an. Okay, ich merke gerade fest, ich habe es gemerkt. Nee. So, und dann kommt... Warte. Oh, da kommt jetzt... Ich war gar nicht so sauer. 1 bis 2 Teelöffel Vanilleextrakt. So. Den haben wir aber hier. Oh, ich sag mir nicht, der ist schon wieder hier so. Boah, dafür. Ah, das hat man schon mal. Wieso? Erinnerst du dich? Der war schon mal so episch, okay. Mach das. 1 bis 2 Teelöffel. So wie ich dich kenne. Ja, es ist eine Extraktpaste. Verstehst du? Ist gar nicht so konzentriert. Ist auch geil zu sagen, haltet euch bitte genau ins Rezept. Mach mal 1 bis 2 Teelöffel. Ja, ich würde jetzt mal einen erstmal machen, weil ich weiß nicht, wie viel hier. Ja, mach mal. Ja, vielleicht kannst du. Achso. Also dann brauchen wir, können wir ja quasi alles. Ich habe mich nämlich mal wieder geschnitten. Ja, also was wenn ich was kann, schneiden. So. Was? Zwar nicht mit Messern, sondern nur Filme, ja, aber. So. Viel mehr ging die bei mir auch nicht ab. Ja, soll ich da mal mit dem anderen Löffel hier so runterschieben? Ja, wir können auch noch einen machen, wenn da noch was drin ist. Ja, da ist sowas drin, ja. Da gibt es nichts gegen Vanillearoma. Aber richtig viel ist es halt auch nicht mehr, ne? Also ich mache mal hier so ein bisschen. Ja. Und dann. Ja, super. Ist ja 1 bis 2. Ja, genau, mach einfach. Genau, machen wir hier den Rest. Ja, komm, ist gut. Ja, wenn du jetzt überlegst, in der Packung sollen 50 Gramm sein. Also. Ja, die waren es auch. Definitiv. So, jetzt weiter. Ist er wieder mein Liebling? Der oh, jetzt Spritzschutz. Habe ich nicht. Hat er nicht. Habe ich den nicht getan. Meine Güte, wir haben echt Angst vor diesem Rezept. Heute. Wir haben echt Angst vor diesem Rezept. Ich weiß nicht, ob der da hinten drin in dem, genau, ich wollte gerade sagen, der ist, in der Regel packe ich den immer in die Varoma-Schale mit rein. So. So, den drauf. Ich bin gespannt. Fertig. So. Ach, jetzt ist nämlich der Punkt. Es gibt im Thermomix einen extra Programmpunkt Karamellisieren, den es aber nur innerhalb dieses Rezeptes gibt. Ja. Und es ist keine Temperaturangabe drin, da steht nur maximal. Also wir müssen jetzt 25 Minuten das Ganze erwärmen. Wir haben uns nämlich schon ein wenig vorher vorbereiten müssen. Genau, was das angeht. Einfach was adaptieren wollen im Kugel. Es schmilzt erst bei 135 Grad. Genau, ohne dass er rührt. Genau, das ist nämlich der Punkt. Der rührt jetzt erstmal nicht. Also ich. Genau. Deswegen mache ich dann im Kugel nämlich analog ohne Werkzeug, was ganz cool ist, weil dann eben auch nichts rührt, sondern nur die Masse quasi schmilzt. Genau, ja. Auf 135, also gesagt. Ab 135 fängt er an zu schmelzen. Jetzt muss ich sagen, hier geht es natürlich jetzt bei mir nur ohne Werkzeug. Ja, aber ist auch nicht so tragisch, weil, also ab 140, also ich würde jetzt bei 130 machen, weil ab 160 Grad erst kriegt der Karamell die braune Farbe. Genau, aber jetzt die Frage, wie lange mache ich denn die 130 Grad? Ja, bis 130 Grad erreicht sind. Ach so, dann fängt er an zu rühren, also dann setzt hast du den schon einfach nur Start. Hast du den Rührer? Nee, hab ich noch nicht. Ja, der macht den schon mal rein. Du kannst ja ohne Drehung machen. Ach so, meinst du? Ja. Ja, jetzt habe ich die ganze Masse natürlich da drin, ne? Ach so. Ja gut, dann müssen wir es nachher. Ein Spatel vielleicht. Ja, oder dann machen wir es nachher. Weil jetzt habe ich auch alles an Zucker. Ja, dann müssen wir es nachher machen, ja. Ich denke auch, wenn es wenigstens schon ein bisschen weicher ist, aber jetzt ist die Butter ist noch kalt, so wie es soll. Jetzt würde ich auch direkt mal den Trick nutzen, den wir in den Kommentaren bekommen haben. Ich lege den gleich oben drauf, damit wir zwischendurch mal reingucken können. Pass auf, aber das heißt, ich mache jetzt einfach Start und wir gucken dann bei dir, wann er quasi anfängt zu rühren und dann mache ich hoch auf 160? Würde ich sagen, beziehungsweise wir können ja da gucken, wann er die 130 Grad erreicht hat. Mhm. Das sehen wir ja und dann machen wir kurz Pause, setzen den Rührer ein und dann...
Also machen wir Müsste ein Sparfüßchen. Müsste es ja mal, ne? Genau. Achso, stopp. Oh. Was denn? Ja, ich hab, ich muss ja immer drehen hier. Das ist richtig. Deine rührt aber doch direkt, ne? Obwohl es hieß, er rührt nicht direkt. Richtig? Ja, vor allem kriegt er jetzt. Aber meiner rührt nicht, ne? Weil gelesen hatten wir, dass er nicht rührt, sondern erst bei 135 Grad rührt. Ja, aber jetzt würde ich trotzdem anfangen zu rühren, dann auch. Bei mir? Ja. Wenn der jetzt auch rührt, der rührt ja. Also wir haben das Video bei YouTube geguckt vom Thermomix-Kanal, ist es, ne? Einfach nee, Thermomix nee, oder so. Ja doch, es ist sogar von der Entwicklerin der Rezepte, irgendwie einer Rezeptentwicklerin, ich glaube einfach Thermomix oder so hieß der Kanal. Genau, da haben wir halt einmal durchgeschaut oder angeschaut. und da, also, oder wir haben das komplett irgendwie verballert mitbekommen, aber egal. Ja, er rührt jetzt. Ja, aber da kann ich bei mir jetzt quasi auch 160 einstellen einfach. Ach, krass. Richtig? Ja, aber er macht jetzt, ach, das war's, er macht keine Zeit. Ja, aber was mache ich jetzt? Ich rühre dann auch nochmal. Ja, du rührst jetzt auch nochmal, aber er macht die Zeit nicht. Also du brauchst jetzt keine Zeitangabe machen, sondern machst einfach Start. Genau, einfach starten. Durchgehend dann. Ja, würde ich machen, bei 1, genau. Aber Grasser brauchst du. Ja, Grasser brauchst du. Das ist richtig. Dann mache ich da bis 130, genau. Und dann gucken wir letztendlich. Genau, also meiner ist jetzt bei der halben Temperatur. Ich schätze mal, dass er halt auch irgendwie dann jetzt doch bis 160 Grad wahrscheinlich hoch knallt. Muss man gerade unseren Telefonsprache ja. Aber ich stelle den mal bei dir auch hoch. Oh. Ja, weil der ja auch rührt. Nur die Zeit ist erst ab 25 Minuten, wenn er die 160 Grad erreicht hat. Also warten wir ein bisschen 160 Grad und dann setzen wir einfach die Zeit ein. Na, das ist ja jetzt der 25 Punkt. 25 Minuten, 160 Grad geht der. Ja, der macht ja gar nichts. Okay, das ist so, passt. Das. Ich kann weg. Ja, ja, lass mich stehen. Ja, oder da. Ich bin mal gespannt, ob das also, was wir vor allem im ich bin da auch gespannt. Also, wie gesagt, also gerührt ist es jetzt hier. Oh, weil in dem Moment, wo er bei dir die Zeit einsetzt, muss ich ja sofort hier auch reagieren. Richtig? Das riecht schon nach Karamell, weißt du? Aber ich habe halt keinen Spritzschutz, ne? Ich habe halt nur hier den Kollegen. Ja, aber zur Not könnten wir da theoretisch, wahrscheinlich geht es ja darum, auch dass der Dampf ein bisschen weggeht. Ja, aber ich schätze mal, das soll ja verdampfen, das muss ja verdampfen, damit naja, man es richtig, genau. Also wenn es so machst, ist es glaube ich richtig. Damit das Kondenswasser quasi abkommt. Genau, also das ist so der Punkt. Also da bin ich jetzt echt mal gespannt. Wir warten jetzt nochmal wenigstens den einen Step ab, ja. Um zu schauen, genau, aber bei mir anfängt irgendwie dann die Zeit runterlaufen zu lassen, aber es riecht. Bei dir ist aber auch schon warm, ne? Bei dir sehe ich es schon fallen, bei mir nicht. Ja, ist ja auch. Guck mal auf die Temperatur. Ja, bei mir sehe ich es halt nicht. Ja doch, da unten ist es ja. Ja, ja. Aber ja, der braucht, ja, ich glaube, der braucht auch länger einfach zum Aufheizen. Da ist der Thermomix, glaube ich, einen Ticken schneller. Bei mir ist er einfach kalt. Ja, wie gesagt, bei dir ist er gefühlt auch bei 40 Grad, also... Das ist vollkommen nicht. Also, Zimmertemperatur hat er erreicht. Wie gesagt, ich warte da mal, gleich kommt der Frodo genau. Und schmeißt den Ring da rein. Da ist sie, die Lava. Da ist sie. Aber. Okay, bei dir riecht es auf jeden Fall schon geil nach Karamell. Und mir noch gar nicht. Da kann ich aber jetzt so ein. Ja, mach mal mit dem Finger am besten. Ja, genau. Genau. Aber erst gleich, wenn auf Maximal ist. Ja, kann ich den Schnitt quasi wegbrennen. Genau. So, man nennt das Wunden veröden, stell ich neben so Mädchen davon. So. Ich hau ihm gleich einen rein und dann sage ich genau das gleiche. Ich hoffe nicht. So. Es ist fast geschafft. Also wir haben jetzt so. Bei mir hat er jetzt noch nicht mal die Hälfte, ne? Also bei mir hat er jetzt so, ich sag mal. 4/5 vom Ring. Ja, ich bin aber gespannt, was das heißt, sich genau an die Angaben halten etc. Okay, das kann ich halt im Gucken jetzt so nicht wirklich, ne? Aber ja gut, aber wenn der heiß ist, dann machen wir auch 25 Minuten, lassen den einmal durchbrennen. Das Gute ist, wir können dann parallel ein wenig arbeiten. Also ich werde wahrscheinlich schon fertig sein. Dann muss ich ja mehr oder weniger in die Küche sprinten. Das ist richtig. Und die Lava umfüllen, oder ich muss die... Ja, nee, man muss ja quasi vorspülen. Oh, da hast du gut Zucker rein, ja. Ich mach das mal sauber. Nee, lass jetzt einfach. Wir warten jetzt. Ja, genau. Wir warten ich geh sauber mal. Er unterhält euch wie immer. Ja, nee, ist richtig. Da hältst du auch den ganzen Müll direkt mit ihm. Hätte. Ja, es ist. Nee, jetzt machen. Ach, jetzt hat er angefangen. Ah, guck mal. Aber der ist aber nicht bei voll. Nee. Also, es ist wahrscheinlich doch die 135 Grad. Stell nochmal um. Ja, was ändert sich gefühlt? Ja, doch, jetzt ist er nämlich schon höher. Also, dann geht es wahrscheinlich darum. Also, wie gesagt, ab 135 Grad fängt er an zu schmelzen. Ah, okay. Was? Nein, ist noch keine Lava. Bei mir.
Ja, leg drauf und spritz hoch, weil ich glaube, damit verbrennen wir uns hart. Ja, wie mache ich das bei mir, ist die Frage, ne? Also es blubbert schon. Ich mach ja, das also so, weil dann spritzt wenigstens in deine Richtung. So. Ja, aber ich glaube, hier kannst du gar nicht so krass hoch. Also ja, wir hatten es mal mit... Oh, nee, super, ich hab den nee, lass den auch hier daneben stehen. Aber damit so rauslaufen. Aber jetzt, also jetzt sind die 25 Minuten gestartet. Warum 135 Grad? Wir haben halt auch noch ein wenig recherchiert. Was ist mit dir schon wieder? Ich krieg das nicht hin. Er knallte den Teak. Oder wie war das? So. Hör auf damit, das war mein. Hör auf damit! Das ist heiß, echt, sehr gerne erfüllt. Kann ich jedem empfehlen. Wissen wir, was machen? Wir spulen vor. Wir spulen vor! Nee, ich will wenigstens warten, bis ich hier eine Zeit einstellen kann, zum Teufel! Wir spulen vor! Bei mir dampft es auf jeden Fall hart! Okay. Bei also mir riecht es einfach nach der Butter. Ich ehrlich gesagt so. Ja, dein Deckel ist. Ich würde auch an deiner Stelle niemals diesen Spritzschutz abnehmen. Das ist spritzig. Hör auf damit! Hör auf damit! Weißt du, wovor ich mehr Angst habe? Ja. Dass es überkocht. Schön. Ja, warte, guck mal rein. Okay, mach mal eine Decke drauf, das spritzt wie Sau, geh weg. Das sind jetzt doch voll gesorgt. Aber wie lange braucht der bei mir für 140 Grad, mal im Ernst? Länger auf jeden Fall, wie du merkst. Weil jetzt ist meiner gleich bei maximal, also ist schon bei maximal. Ja, genau. Meiner halt, also wahrscheinlich, wie viel kann er? 160? Hm. Also mehr ist ja nicht drin. Das ist richtig. Aber ich frage mich halt echt, wann ich hochstellen soll, weil das dauert ja ewig, bis der alleine bei den 140 ist. Ja, aber dann, ja. Leute, das tut mir leid, wir hatten 2-Stunden-Video. Genau, dafür machen wir ja die Videos. Im Cookit. Vergleichen meinst du? Ja. Genau, im Cookit scheint es einfach länger zu dauern. Im Thermomix ja, ist er schon durch, hat schon angefangen. Wie gesagt, sind jetzt noch 22 Minuten. Da braucht er halt echt lange, um das hoch zu temperieren. Ne? Ja, das ist echt krass. 200 Rush, damit er schnell die 140 kriegt. Dann wird er mehr Wärme von zugibt. Hm? Ich glaube nicht, dass es funktioniert. Aber nee, lass doch, nee, weil wir sehen ja nicht, wann er die 140 dann hat. Das ist ja nicht, das ist ja der Punkt. Das ist richtig. Doch. Nee. Doch, das ist ja zwei Drittel von 200. So. Ich glaube auch, hol mal den Zollstock, lass mal die Balken da drunter. Ich glaube einfach, danach habe ich ja Zuckerkulör. Aber wenn ich jetzt 200 mache, kriege ich davon unten halt zu viel Hitze. Ja, genau. Ja, Zuckerkulör, verstehst du? Ja, Freunde, was soll ich sagen? Bei mir gefühlt auch so schön. Ja, darum bin ich. Ja, aber jetzt gesagt, vorspulen ist halt blöd, weil. Warum? Ja, die Leute interessiert es vielleicht schon, wie lange drauf das Ding, bis der bei 140 ist, bis endlich hoch macht. Soll ich auch noch einen Timer einfügen nachher, oder? Nee. Die Leute können ruhig mal gucken. Ich bin immer noch, wir brauchen unbedingt diesen Jeopardy-Ton. Ja. Din, 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 ich hab so ein bisschen Angst vor der Masse. Din, 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 din. Du weißt, wenn ein Loch in den Tisch geschmolzen wird, das ganze Ding gleich nach unten sagt, kein Problem. Nee. Also der Nachbar unten hat ein Problem. Genau, wenn er nicht ganz genau, durch. Genau, der Nachbar unten hat ein Problem. Also meiner braucht auf jeden Fall ewig. Ja, also es blubbert hier, also es sieht echt aus wie Lava, ne? Also ja, aber hör doch mal auf. Ja, aber es sind jetzt noch 21. Also der braucht ja jetzt schon irgendwie 4 Minuten länger. Ach was, mein Gott. Din, 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 ja, wir sind jetzt in der Tat wirklich bei knapp 7 Minuten und ich habe immer noch keine 140 Grad. Ohne Witz, ich meine, auch bis. Ja, wir brauchen das scheiße Hose sein. Da kämpfe ich auch ein Zettel. Du übrigens auch. Jetzt kommt doch die andere Tonlage rein. Ja, das, also es geht halt echt millimeterweise vorwärts. Aber wir können ja die Zeit nochmal nutzen. Nee, mach das nicht. Du siehst doch nicht, wie heiß es dann ist. Nee. Guck. 200. Ich kann wieder runtergehen auf 12. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Schön liken, teilen, sprecht über das Video, kommentiert gerne. Guck mal, jetzt ist das es nämlich bei. Genauso wie vorher. Nee. Genauso. Dröpfchen. Schön, die Handykamera sieht übrigens gar nichts, ja, weil einfach für alle, die es noch nicht gemacht haben, jetzt abonnieren, Glöckchen drücken. Das ist richtig, wollen wir nicht vergessen. Ja. Allerdings haben wir gerade so einen süßen Modus. Epische. Was ist denn heute der Drink? Was ist denn heute der Drink of the Day? Ja genau, das haben wir schon gar nicht gesagt. Im Gummibärchen Video haben wir das erste Mal gesagt. Ja. Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, jetzt zu jedem Rezept quasi einen Drink of the Day zu machen. Ja. Sprich, passend zu jedem Gericht, wie wir finden. Ich würde aber sagen, wir verraten hinein. Machen wir den Gummibärchen auch mal. Okay. Also es. Genau, bei den Gummibärchen war es ja der. Gummibärchensaft. Genau. Auch das aus Österreich. Guckst du dir an.
Ich habe ja schon mal den ersten Tipp gegeben. Das ist richtig, aus Österreich. Din, din, din. Fliegt da. Was? Das wird gar nicht, also gefühlt wird er nicht heißer. Nee. Nee, mach doch auf 160 jetzt. Nee, nervt. Ich meine, jetzt mal an der Karte, soll es heiß werden. Geht mal um so, habe ich keine Zeit für. Sag das mal den Leuten raus. Mach ich. Genau, merkst du? Also meiner macht, also ist in 19 Minuten fertig. Ja, schön. Meiner braucht gleich noch eine halbe Stunde. Genau, aber in der Zeit kann ich dann super umfüllen. Das finde ich gar nicht so schlimm, wenn wir das zu zweit umfüllen können. Aber meine verliert auch gefühlt jetzt. Guck mal, vorhin war mal 200 Mal einen Schritt weiter. Musst du vielleicht doch das... Meinst du, dadurch verliert, dass du verlierst oder was? Aber ich bin immer noch nicht bei 140, was soll das? Ja, was heißt, ja, normalerweise braucht der auch keine 140. Stimmt, sondern 135, 130. Um mit dem Schmelzen anzufangen. Aber pass auf, dann gehe ich mal auf 130, die müsste er haben. Ja, guck, die 130 hat er. Ja, dann mach, genau, 25 dann Minuten. Dann machen wir jetzt. Genau, dann machst du jetzt einfach 25 Minuten. Nee, ich muss eine Pause machen, ne? Weiß ich gar nicht. Nee, jetzt musst du nämlich, genau, Reset. Und dann jetzt 25. Nee, hab ich gar nicht erwartet bei der Lava. Junge Sauron guckt uns doch zu. Allerdings, der hat dann auch... Das ist echt nervig an dem Touch. Also, wie war es jetzt? Stufe 3 und hier? Ich würde jetzt 160 machen, weil mehr kann der Thermo... Ja, bei mir ist auch hart am Blubbern gerade, ne? Nee, meiner nicht. Aber mache ich den Deckel drauf? Ja, ich habe ja den Spritzschutz, damit halt ja, aber der so Dampf weg... Nee, so, ich würd, so zur Hälfte, das ist so ein bisschen... Meinst du so? Ja, aber jetzt bin ich mir sicher, jetzt reicht's. Genau, und jetzt springen wir vor. Jetzt springen wir vor. Das Signal ist ertönt, der Karamell ist fertig und jetzt müssen wir uns ja wirklich beeilen. Das ist richtig. Also ich mach mal direkt den Deckel ab. Den Deckel ab. Also ich habe echt ein wenig Schiss. Passt auf, das ist echt glühende Lava. Ja. Oh mein Gott, Alter. So, und jetzt kippe ich das einfach mal direkt hier mit rein. Okay. Okay, man sieht also, es ist halt echt krass. Das ist krass. Weil wir müssen jetzt wahrscheinlich euch gleich direkt, weil die letzten... Ach du Heilige. Also ich krieg dich schon gar nicht mehr richtig ab, das ist echt krass. Echt nicht? Ja, weil es halt gefühlt... Guck dir das mal an! Gefühlt ist das direkt kalt! Das ist so Sauerstoff dran, hart! Ja, ohne... Ey, jetzt ohne Witz! Guck dir das mal an, das kann doch nicht sein. Meiner braucht noch 6 Minütchen. Ja, guck mal, bei mir in der Zeit, vielleicht kannst du einmal weiterklicken. Sieht gut aus. Achso, weiterklicken? Ja, weil da stand doch irgendwas mit dem Spülprogramm. Vorsichtig, sehr heißer Inhalt, sagt er übrigens. Danke. Karamell sofort in der Backform. Rückstände den Mixtopf mit dem Spatel säubern, also auf den, Spatel, den Topfrand auf jeden Fall mit dem Spatel sauber machen. Ja. Damit er zum Vorspülen Blah-Karamell 5 Minuten abkühlen lassen. In dieser Zeit das Rezept fortfahren. So, fortfahren. 1000 Gramm Wasser müssen rein bei dir. Okay. Also theoretisch kannst du es halt hier einwiegen jetzt. Ja, ja, nee, du hast ja, kannst ja hier gucken, 1000 Gramm. Ja, und jetzt? Ja, und dann 1000 Gramm Wasser, 50 Gramm Essig. Aber setz es jetzt ein, einfach hier. Ich habe das Essig. Setz es rein und dann kippen wir die 50 Gramm Essig rein. Das vom Rand, damit der richtig schließt. Hast ja. Soweit es geht wahrscheinlich. Genau, weil das Ding ist jetzt schon gefühlt... So, Tara. Also ich denke mal, hier kann man es natürlich echt schön sehen. Warum? Das ist schon krass. Achso, weil das Wasser sich bewegt. Ja, ist doch egal, wenn es 52 Gramm sind. So. Hau einfach rein. Ja, danke. Und nun? Klick weiter, schnell. Ja, ich brauche ja meinen... Achso, ja, klickt ja erstmal weiter. Messbecher einsetzen, wo haben wir? Ach, da steht noch. Achso, und dann ist einfach das Vorspülprogramm, das Reinigungsprogramm. Ja, ist automatisch mit drin. Jetzt bin ich gespannt, ob das funktioniert. Ja, weil das ist halt das... Also das Reinigungsprogramm finde ich an sich ganz gut, weil ich gleich einmal... Gucken, ne? Ja, das geht hier nicht. Also es geht schon mit einem kleinen Lifehack. Wir müssen quasi den 3D rübernehmen. Und dann kannst, du auch quasi einmal rumrühren. Ja. Also einmal das heiße Wasser quasi. Bei mir meinst du? Ja, ja. Meinst du nicht mit Zwilling und dann volle Pulle einfach, dass das geht auch. Aber ich hatte damals mit dem 3D rüber, damit es einfach mehr Umdrehung gibt. Ach so. Ja. Also ich gucke jetzt mal, weil ich danach muss ich es ausspülen. Bei mir wenn ich gleich. Ich jetzt? Ja, dann mach auch, hör auf. Dann stopp mal. Also ich stopp mal jetzt. Ja, aber dann müssen wir direkt wieder umgehen. Ja, dann mach stopp. Dann nehme ich nämlich den Deckel direkt. Ja. Achso, das geht jetzt nicht. So, Zwillingsrührwesen raus. Okay. Genau, da reinstellen und jetzt... Hurti, hurti! Nehme ich den... Also da sieht man aber mal den krassen Unter... Warte, ich drehe das mal. Genau, er muss mir eben in die Kamera. Ja.
Weil ich muss es jetzt natürlich, also gefühlt ist es Schokolade, ne? Also so ja, von der Farbe episch. Her. Also es ist kein Zuckerkulör, es ist perfektes Karamell, würde ich behaupten. Weil ich muss meins jetzt eigentlich auch direkt, also mit dem Thermomix auch direkt spülen, stehe ich ja da drin. Das ist richtig. Kriegst du das da noch irgendwie raus? Ja, ich bin dabei, aber alter Verwalter, das ist krass. Also das hätte ich echt nicht erwartet, aber ich beeil dich mal, weil es wird nicht weicher. Ja, was soll ich denn sagen? Okay, boah, fast daneben gehauen, ey, alter. Kurz ein Loch in den Tisch gebrannt. Da ist ja der Frodo. So, komm, hör auf. Ja, hör auf. Ja, Liter Wasser muss da rein, geh weg jetzt. Ja, guck dir das mal an. Geh weg jetzt. Du heulst nur rum, was sterb jetzt. Nee, das kriegen wir nicht sauber. Alter. So, Litterwasser sagt er. Schön. Ja, genau. Also meins ist jetzt. Krass. Ja, für alle mach mal. Ich mach einfach meinen Spülvorhang nochmal. In der Zeit. Kann ja nicht schaden, wenn wir das einfach zweimal durchhauen. Aber das ist halt krass. Ich versuch's mal so ein bisschen zu zeigen. Ich habe hier nämlich tatsächlich auf den Tisch gekleckert, aber guck dir das mal an. Das ist halt sofort hart geworden. Und hier am. Also ich kann es jetzt mal einfach, damit man das sieht. Das ist halt bulle heiß, aber man kann es jetzt einfach abschieben. So, ich versuche das jetzt mal. Das heißt, der Wasser ist schön über die Hand gerollt. Hier. Schön. Das hat er nicht gemacht. Es schmeckt, sagt er. Gib mal den Deckel. Ich muss. Also warte mal, ich muss mir hier. Pass auf, den tue ich wieder rein. Dann kann er damit. Ja. Oder auch nicht. Ich weiß nicht, ob der drin ist. Das ist der Wahnsinn. Ohne Witz. Ich brauche auch Essig. Jetzt mal ohne Witz. Schmeckt gut. Das ist mega lecker. Zeig's in der kleinen Kamera. Das ja, hab ich schon. Okay. Das ist halt wohl, aber es ist mega lecker. Ich krieg den Essig nicht mehr auf. Also es ist halt auch mega, immer noch sehr, sehr heiß, aber... Ich habe mehr Essig genommen, keine Schade. Ich habe auch ein Reinigungsprogramm, oder? Nee, aber du musst rühren. Ja? Also würdest du hier machen? Maximalgewicht der Waage erreicht, echt jetzt? Ja, wie viel mache ich denn? Warm auch? Kalt? Ja, aber ich warm machen. Ja, aber wie? Da hat er noch Temperaturen hin, oder? Ja, dann lass das einfach, genau, mit der Temperatur, die ist, stimmt, hast du auch recht. Was mache ich jetzt hier? Einfach Umdrehung. Sorry, du musst das probieren. Ich geh kaputt daran. Das ist so, ja, das ist halt mega heiß, aber... Nee, das ist unfassbar lecker. Ehrlich. Die 5 Minuten sind um, sollen wir hier mal gucken? Weil du sollst 5 Minuten kühlen, glaube ich. Na, das hier? Ja. Und dann? Guck in dein Rezept. Ist deins. Achso, und Nüssen bestreuen. Und 35 Minuten abkühlen. Achso. Eins machen wir nämlich mit Salz. Okay. Das sind jetzt quasi auch schon 10 Minuten gewesen, ne? Also. Aber nichtsdestotrotz will ich jetzt so, zack, schön Salz drauf. Ja, reicht. Salty Caramel. Und schneiden. Weitere 35 Minuten abkühlen lassen. Und dann mit einem Messer schneiden. Und okay. Noch warm mit einem Messer in Stücke schneiden. Da haben wir gelesen, man soll das Messer sogar hin und wieder in warm, in heißes Wasser tauchen, weil man ja wahrscheinlich nicht mehr durchkommt. Aber ich würde sagen, wir spulen jetzt einmal vor, weil ich spüle jetzt meinen Topf schon mal durch. Und ja, dann zeigen wir euch. Wir gucken einfach, die fertigen Bonbons zeigen wir euch. Genau. Bis gleich. Bis gleich. So, da sind wir. Die Abkühlzeit hat funktioniert. Apropos hoffen abkühlen. Wir. Apropos abkühlen. Kommen wir zu unserer Neuerung, die wir für euch eingebaut haben. Den Drink des für Tages. Euch, für euch ist eigentlich falsch. Das ist richtig. Eigentlich machen wir es für uns. Das ist richtig. Naja, aber es ist, glaube ich, eine ganz coole Idee. Einfach mal genau. Den Drink des Tages. Karamell kennt, glaube ich, so gut wie jeder vom Geschmack her. So ein bisschen dieses, ja, ich sag mal, halb bittere, süße Zucker. Boah, geil. Genau, aber das so. Ist nicht so, sondern nee, so. Nee, genau das. Da haben wir jetzt überlegt, was passt da besser als ein anständiges Malzbier? Ja. So, Firma Vita Malz, wer kennt sie nicht? Auch kenne ich ja schon aus meiner Jugend. 0,0 sogar, stell extra drauf. Also, Malzbier zum Karamell. Auf euch, Freunde. So. Natürlich keine Werbung. Wir werden da nicht mehr bezahlt. Schon, aber falls das jemand ändern will. Genau. Wer ist dieser Kornmacher? Jetzt kommen wir aber erstmal zu dem. Ja, zu dem. Ich glaube, ich würde anfangen. Mach mal. Weil deins. Also, wir sind halt echt unschlüssig, wie es jetzt letztendlich wird, weil. Also, ich warte meine kurz. Form, warte kurz. Entschuldigung. So. Meine Form ist ja. Ja, länger gewesen. Dadurch ist natürlich die. Die Schicht. Ich kann das mal. Ja, boah. Also, es ist ja, halt, du musst schneiden, glaube ich jetzt. Ja. Also, so, jetzt geht es um 1x3 cm Stücke. Also, die muss schneiden so. Okay. Also das ist schon besser scharf. Scheinbar nicht.
Offensichtlich nicht. Was? Krass. Er kommt einfach nicht durch. Ja, doch. Ja, aber ich will. Aber genau so. Ich glaube, ich schneide jetzt einfach hier. Ja, pass auf die Finger auf. Wir alle wissen, du und Messer, ihr seid nicht gerade die besten Freunde. Das ist richtig. Aber du kriegst halt. Also das mit dem Meersalz sieht schon geil aus. Vielleicht doch heißes Wasser zum Messer, wie ich sagte. Okay, jetzt bügel ich auch. Du hast die Finger! Jetzt bügel ich auch. Also, wir zeigen das nochmal. So sind halt die Stückchen letztendlich. Ach, da. Da ist die Kamera. Schön Meersalz etc. Ja. Warte kurz. Mhm. Okay. Mhm. Also, Entschuldigung. Mhm. Soll ich jetzt ein Stück beschneiden und dann nochmal richtig auskühlen lassen? Das ist halt schon geil. Das ist auch nochmal. Schade ist eigentlich, dass die Konsistenz nicht so bleibt, der Konstanz. Geht kaputt dran. Aber es ist ein harter Blombenzieher. Muss man auch mal sagen. Aber unfassbar lecker. Man sieht das. So, das war nicht eine gute Idee. Nee, raschel mal ruhig ins Mikro. Das ist noch ein bisschen warm, deswegen hat man jetzt hier auch noch so ein bisschen faserig, wie man sieht. Das wird ja noch richtig aushärten, wenn es dann geschnitten ist. Also am Ende wären es ja Lutschbonbons, wenn ich das richtig verstehe, ne? Also. Ja. Ich habe vorhin schon gesagt zu Daniel, ich glaube, es wird so eine Konsistenz wie in diesem Dime. Kennt der eine oder andere bestimmt von euch. Der Dime ist mega hart. Ja, genau. Und ich glaube, so wird es auch. Ja, sag ich ja. Das sind ja eher Lutschbonbons. Mhm. Aber ich bin bei mir aber gespannt. Genau, mich würde trotzdem jetzt mal interessieren, wie es bei dir aussieht. Hm. Weil einfach mal, weiß nicht, ich lege jetzt mal eins im Bonbon drauf. Also ich glaube, man erkennt ganz schön Konsistenz. Den Farbunterschied. Ja, meinst du. Und das ist schon ein Unterschied. Mhm. Also deins ist deutlich brauner. Also. Aber es ist einfach lecker. Und zu wenig Salz. Tatsächlich. Also könnte von mir schon ein Ticken salziger sein. Also sieht man bei mir. Ich weiß nicht, ob ich das hochheben kann, ob das heiß ist. Nee. Es ist unten noch warm, Freunde. Ich beeile mich. Guck mal hier. Boah. Das ist halt schon episch. Das ist Wahnsinn. Also das ist echt... Also jetzt schon definitiv eine Empfehlung, einfach mal zu machen. Ich kann mir das auch super vorstellen, wenn ihr irgendwie mal Geschenke oder sowas braucht. So, warte. Ja. Mach mal Trommelwirbel. Mach Mund leer, mach Trommelwirbel. Oh, ich hab den verdient. Okay, bei mir bricht's. Krass. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ja, ich weiß auch nicht, ob das Messer unbedingt geil ist. Wahrscheinlich nicht. Aber ich habe leider noch keine guten Messer. Gib mir mal deins. Würde mich mal interessieren. Ja. Weil das hier ist gefühlt einfach nicht scharf. Ja, du hast an dem Namen da drauf vielleicht gesehen, die sind nicht bekannt für ihre Messerqualität. Und der Punkt ist, das in der Mitte ist halt noch mega warm. Ja, bei mir auch. Und entsprechend weich. Nee, bei mir nicht. Ihr seht's aber, das ist schon geil. Mhm. Also gut, meins ist halt bedeutend dicker, ne? Das muss man ganz klar sagen. Guck mal. Ja, ja. Das ist schade. Bin ich mal gespannt. Mach mal. Warte mal. In der Zeit probier das mal. Hoppla. Ja, bei dir ist halt auch. Wir haben echt gedacht, dass meins schneller auskühlt, aber das hier in der Mitte ist noch sehr, sehr. Willst du mein Messer jetzt also doch nicht? Nee. Also das Schneiden ist schon eine Hausnummer, aber ansonsten, Dennis, genau, lass uns einmal so ein Stück von dir probieren. Und geht gerade nicht, ich habe noch gar nichts im Mund. Aber ich kann schon mal. Aber. Um bei Ice Age zu bleiben, ein leckerer Tannenzapfen. Nicht gut? Mega. Nicht gut. Doch. Echt episch. Mega lecker. Also da ist schon echt mehr Bonbon. Also da waren wir einfach zu spät beim Schneiden. Das ist aber Killer. Der Konstanz ist gut. Das ist Bombe, Dennis, ehrlich. Echt? So, ja. Freunde, da muss ich natürlich auch probieren. Ne? Keine Sinne, der meine Bonbons probiert nicht. Nee, also wirklich, macht das auf jeden Fall nach. Ist halt, wie gesagt, mit dem mit dem Spülen und so, das müsst ihr auf jeden Fall machen, weil gefühlt beim Rausholen trocknet es ja schon an. Man kriegt es aber relativ gut sauber. Da natürlich beim Thermomix deutlich
schwieriger wegen dem Messer, weil da drunter setzt es sich fest, aber... Nimm mal so ein Stück von mir im Mund und trink mal ein Stück Malz mit dazu. Ja, ich nehme eins. Das ist episch. Mmh. Super Idee. Ah. Mmh. Passt aber. So, Leute. So, bevor der eine stirbt und der andere alleine trinkt und isst. Liken, teilen. Wichtiger Punkt. Genau. Liken, teilen, abonnieren, Glöckchen drücken. Nachmachen unbedingt Facebook. Hashtag LoveTheCookie, @LoveTheCookie. Hashtag LoveTheCookie bei Dennis und Daniel, wie auch immer. Ihr werdet uns schon finden. Postet es auf unsere Seite. Einfach in die Beschreibung. So. Und warte, abschließend. Er kann es einfach nicht. Salz in der Wunde ist nicht geil, wir müssen weg. Also, haut rein. Haut rein.